Moin zusammen, ich wollte euch heute mal ein Jagdhornbild für den einsamen Spieler oder Spielerin unter euch oder unter uns vorstellen. Und zwar ist das ein Bild rund um, ich spiele die meiste Zeit alleine und nehme mein Palico mit. Und da habe ich ein Bild rund um das Fatalis-Jagdhorn und Saphir-Rüstung gemacht. Und das will ich euch heute mal vorstellen. Wie gesagt, ich habe das Fatales Jagdhorn genommen mit einem Furor-Juwel 4 und einem Furor-Lebenskraft-Juwel. Das könnt ihr dann auf Affinität augmentieren. Denn als nächstes haben wir den Saphir-Kopfschutz Beta mit Furor-Lebenskraft-Juwel und zwei Klangjuwele. Die Saphir-Panzerung Beta mit Furor-Lebenskraft und Aufweichjuwel. Den Saphir-Armschutz Beta mit Angriff-Juwel 4 und zwei Aufweichjuwelen. Den Saphir-Hüftschutz-Beta mit einem Vollgas-Juwel 4 und Angriff-Juwel. Und dann noch den Saphir-Beinschutz-Beta mit Vollgas-Juwel 4, Vollgas-Juwel 2 und ein Angriffsjuwel. Und dann habe ich das Bild noch abgerundet mit dem Versammlungstalisman 5. Dadurch bekommt euer Pardico 25% mehr Angriff und Verteidigung. Und dann habe ich noch Trutzmantel und Ausweichmantel mit Angriff-Juwel mitgenommen. Insgesamt kommen wir dann auf Stufe 5 Latente Kraft, Groll und Partikoversammlung. Stufe 4 Angriffsboost und durch die Mäntel kommt der auf Stufe 6. Dann noch Stufe 3 Gesundheitsboost, kritischer Boost, Schwächeverteil und Unverwundbarkeit. Und Stufe 2 Pestwiderstand und Hornmaestro. Wenn sich Latente Kraft aktiviert, bekommt ihr 50% mehr Affinität und euer Ausdauerverbrauch wird auch um 50% reduziert. Die latente Kraft aktiviert ihr, indem ihr 180 Schaden bekommt. Und das kriegt ihr automatisch durch die Saphir-Rüstung. Also das zählt damit rein. Ganz zur Not, falls ihr in eine Quest geht und innerhalb von den oder nicht 180 Schaden bekommt, warum auch immer, aktiviert sich latente Kraft nach 300 Sekunden automatisch. Und hält dann für 2 Minuten. Und nach den 2 Minuten müsstet ihr dann halt wieder warten. Oder genügend Schaden bekommen. Aber das bekommt ihr durch die Saphir-Rüstung eh. Guti, das war's auch mit dem Bild. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Also ich habe Spaß mit dem Bild. Es ist jetzt kein Metabild oder sonst irgendwas, aber es macht Spaß. Guti, dann habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.